Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Underground. Und heute bauen wir unser Trading Hall. Und dann würde ich mal sagen, let's do this. Wie man hier auch unschwer erkennen kann, haben wir ultra viel hier abgebaut. Dahinter war noch eine grüne, da ist Lego Space dahinter. Da ist Lego Space. Und da muss ich jetzt hier so einen kleinen Hohlraum machen. Das macht aber gar nichts aus. Aber ich habe hier auch noch Offcam hier einen kleinen Gang gemacht in unsere Base, damit wir hier unser Zeug holen können. Und schaut mal, dieser Anblick, der ist doch wunderschön, ne? Ey, ich fühle es hier so komplett. Aber bevor wir es halt weitermachen, würde ich einfach sagen, wir bauen jetzt hier das auf jeden Fall einfach mal schön mit Holz hier, dass man hier easy peasy runtergehen kann. Die Teilung ist um, aber ich möchte hier noch ein kleines Teil reinmachen. Wenn wir uns ein unsichtbares Item-Frame bzw. Datapack drauf haben, werde ich es natürlich noch mit unsichtbaren Item-Frames machen, aber so passt es vorerst auch schon mal. Also Leute, ich bin jetzt hier mit Lego auf dem Server und wir bauen jetzt seine Base. Also wo wollen wir jetzt anfangen? Hier, aber wo, an welcher Stelle wollen wir uns runterbauen für seine Base? Irgendwann wird es eh irgendjemand herausfinden, wo du bist, aber naja. Hier. Lass hier vielleicht mal einen kleinen Raum bauen, okay? Also, Timelapse, let's go. Also, Leto und ich haben es auch inzwischen schon geschaffen. Warum habe ich einen Pfeil in mir stecken? Das sieht ja ultimativ hässlich aus. Aber egal. Wir haben jetzt seine Base mal fertig und jetzt bauen wir zusammen bei meiner Trading Hall weiter, ne? Ich möchte ja noch ein bisschen bauen. Also ja. Also in Einrichtung. Okay, weil da kann ich so noch mal meiner ja? Am Ende des Videos kannst du ja noch mal zu mir kommen und gucken, was so alles ist. Okay, ich würde sagen, Leute, wir bauen unsere Trading Hall weiter. Also, wir sind jetzt im Call mit Lekor und Husky Jonas, der jetzt auch mitmacht. Ja, auf jeden Fall, wir bauen es auf jeden Fall hier weiter und ich würde sagen, Timelapse, go. Okay, wir haben jetzt hier auf jeden Fall die ganze Wände gemacht, aber wir brauchen jetzt hier noch die Decke und ich würde sagen, Decke abbauen, go. Das haben wir jetzt auch fertig und Lego hat uns ein Eisengolem als Haustier geschenkt. Ist auf jeden Fall ganz nett. Und wir brauchen jetzt erstmal Villager vom Villager wieder, um hier unsere Villager einzubringen. Also dazu gibt es keinen Timelapse, weil es sonst viel zu viel Arbeit wäre. Nun gibt es doch einen Timelapse, wie ich hier das mit dem Mechanismus baue. Okay, Leute, da ist mir jetzt langweilig, ich wurde mit einem Zombie, weil da wird jetzt auch der Zombie reingebracht. Hör auf, auf deine Tastatur zu schlagen, ich höre mich nicht mal selber. Lego. Dann fahren wir jetzt für Lego jetzt auch noch eine Anti-Debris-Rüstung. Okay. Nein. Das ist ein Joke. Nein. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Ein Pickel in Full Deer. Okay. Und der ein oder andere Redstone-Experte hat wahrscheinlich bemerkt, ich habe einen riesen Fehler reingemacht, weil ich muss die Redstone-Leitungen hier hin nochmal setzen, damit ich dann hier den Lektor oder den Arbeitsblock platzieren kann. Also time, let's go. Okay, jetzt müssen wir die Kapseln für die Villager bauen. Also ich würde sagen, let's go. Jonas, was ist denn? Oh mein Gott. Ich komme hier nicht durch. Oha, ein Tempel. Aufpassen, ne?
Da sind Fallen. Ich weiß, und die sind alle leicht. Aber Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs.